Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei Planet Base hier bei Heisenberg Zockt. Ja, ihr habt überall gelbe Zeichen. Ja, das ist priorisiert, das Zeugs. Und, ja, wir haben auch noch ein paar Hungrige hier, denn guck mal. So viel zum Thema. In der letzten Folge habe ich gerade noch gesagt, wir haben von allem genug, es läuft perfekt. Nein, die Nahrung ist ein Problem. Hier, das Biodom. Haben wir es priorisiert? Jetzt haben wir es priorisiert. Gut, da fehlen noch 4 Metalle. Die liegen hier, Leute. Nicht lahm rumrennen. Also, wir geben mal Gas, sonst werden die nicht schneller. Ja, und irgendwie, sie haben beim Update noch korrigiert, dass praktisch jeder, der in die Mine geht, um dort zu arbeiten, nachher mit dem Knochenbruch rauskommt. Also, das finde ich auch schön. Nur jetzt ist mir gerade aufgefallen, 2 Stück sind rausgelatscht. Alle mit putten Knochen. Ja, jetzt ist mal einer Heide rausgekommen, okay. Gut, weiß ich zu schätzen. Ein Eisen. Los. Das gefällt mir gar nicht. Aber wir haben wirklich so viele Biodome. Hier liegen sogar noch Nahrungsdingens rum. Ich wollte gerade sagen, bringt doch die mal die 3 Meter hier hin. Schmeißt die in die Essensfertiger und gut ist. Zu viele Leute. Zu viele hungrige Mägen. Deswegen habe ich hier die Kolonisten auch deaktiviert. Also es gibt keine neuen im Moment. Würden wir welche bekommen? Ja, bei anständig würden wir noch welche bekommen. Ah, die Windturbine ist auch fertig. Und das Solarmodul ist ebenso fertig. Sehr gut. Dann fehlt hier hinten fehlt gar nichts mehr. Das haben wir auch. Sehr schön. Da kommt noch ein Handelsschiff. Das bringt Sachen mit, die wir nicht brauchen. Dann widmen wir uns hier doch mal in aller Ruhe diesem Biodom. Wir machen jetzt mal wieder die schnelle Produktion. 4-mal so, 4-mal so, denn wir brauchen Nahrung. Die Ausgewogenheit, die erschaffen wir so, indem wir jetzt hier mal nochmal alles einmal nehmen. Jetzt weiß ich nicht mehr, was war das? Sieht man das? Salat. Okay, Moment, wir waren beim Salat. Dann haben wir die Zwiebeln noch nicht. Das passt ja perfekt hier rein. Baum brauchen wir keinen im Moment. Heilpflanzen brauchen wir auch nicht. Wir brauchen normale Nahrung. Jetzt sollen wir hier unten vielleicht gleich nochmal eine Kantine hinstellen. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich werde es gleich mal priorisieren. Energie ist soweit im Moment okay. Das war eigentlich das, was ich meinte mit, dass die Basis soweit läuft. Die Nahrung gefällt mir überhaupt nicht. Aber guck mal, wir haben hier alles Mögliche. Was haben wir denn an Biologen? Wir haben 43 Biologen. Was machen die denn den ganzen Tag? Schlafen in den nicht vorhandenen Schlafsälen? Ja, Platz hätten sie hier in der Kajüte. Machthungrig erreicht. Wow, okay. Du generierst jetzt sehr viel Energie. Ja, das liegt daran, dass wir eben auch sehr viel Energie brauchen. Gutes Spiel. Aber machthungrig ist, glaube ich, der letzte Status, den man erreichen kann. Stimmt das oder erzähle ich gerade Käse? Ich weiß es nicht sicher, aber ich dachte, sei so. Ah, okay. Goliath-Turbine Number 2 und hier haben wir ein Solarteil. Bei ein bisschen Trübung. Ah, aber wir kriegen hier tatsächlich doch auch Strom. Okay, wahrscheinlich bedeutend weniger wie beim Äquivalent, das die Luft benutzt, also den Wind. Aber so haben wir doch wenigstens, ja, es ist im Prinzip ist es für das gute Gewissen, dass wir nicht nur Wind haben. Ja, jetzt setzt der Wind schon wieder aus. Aber jetzt haben wir hier eigentlich gut gefüllt und dann ist eben die Hoffnung, dass der Wind wieder kommt, bevor es hier leer ist. Händler. Nahrung hat sich ein bisschen erholt. Was haben wir denn hier Schönes? Megakollektor, der ist fürs Wasser. Brauchen wir nicht zwingend, der ist auch zu teuer. Warum bringen sie denn keine Patente für die Bohrbots? Also, oder überhaupt für einen Bot? Das ist ja schon auch schräg. Wir entlassen den mal. Wir sparen. Was hast du? Du bist einfach unglücklich per se. Der ist auch unglücklich. Geh ein bisschen Pflanze gucken. Was hast du denn? Hunger? Ja, und schlechte Laune. Eben, Pflanze gucken, dafür haben wir die. Wir haben hier doch eigentlich auch noch... Ja, eben, Videobildschirme haben wir ja auch noch nachgerüstet, dass wir von denen auch noch mehr bekommen. 14 Robbys, das ist auch sauber, denn
Ja, die können transportieren, dann können sich die anderen Leute den wichtigeren Sachen widmen. Und ihr merkt schon, ich baue im Moment gerade nicht wirklich. Ich möchte beobachten, dass wir hier reagieren können. Wenn, dann würde ich tatsächlich... Ja, wisst ihr was, wir bauen hier unten nochmal eine Kantine hin. Ich weiß, Schlaf bräuchten sie auch, aber Nahrung ist wichtiger als Schlafen. Bauen wir dich mal. Wo bauen wir dich denn hin? Können wir dich hier runter auch? Nein, können wir nicht. Dann stellen wir dich hier hin. Okay, dann bitte schnell bauen. Auch wenn das im Moment das einzige Bauobjekt ist, werde ich es trotzdem priorisieren. Einfach für den Fall, dass wir jetzt gleich auf die Idee kommen, wir bauen noch was. Das kann ja durchaus sein. Ein Blitzableiter zum Beispiel. Jetzt geht es ja schon wieder dem Ende entgegen mit unserer Energie. Deswegen würde ich dann eben doch eingehende Nachricht. Aha. Ein Schiff mit Großgruppe von Flüchtlingen bittet um Hilfe. Die haben Hunger, die brauchen was zu trinken und sie brauchen Schlaf. Das ist alles, was wir nicht haben. Wir haben vor allem keine Nahrung. Nein, da geht uns zwar Geld durch die Lappen, aber hilft ja nichts. Wir können nicht noch zusätzlich Leute aufnehmen, wenn wir nicht mal genug für die eigenen haben. Nahrung. Blitzableiter. 5 Metalle. Okay, das würde ich sagen, das gönnen wir uns. Passt das hier echt nicht mehr hin? Nö. Oh, hier ist dann auch langsam Feierabend. Jetzt geht uns langsam der Platz aus, aber hier unten könnten wir natürlich noch einen Blitzableiter hinstellen. Oh, der passt perfekt hier hin. Okay, das ist gebonkt. Gleich mal zweimal verbinden. Nein. Entlassen. Wir wollen Patente. Ich gründe jetzt dann gleich einen Verein. Der heißt, ratet mal. Genau, wir wollen Patente. Ich bin mal gespannt, ob hier die Kantine noch was bringt. In Sachen Essen. Das dient natürlich nicht der Nahrungsherstellung. Aber die Essensfertiger. Wobei, das ist auch in einem vernünftigen Verhältnis hier. Uns fehlen eigentlich die Ressourcen. Und da würde ich sagen... Fehlen uns den Biologen? Das müsste doch reichen. 43 Biologen. Wie viele Biologen braucht man denn, um hier genug Futter herzustellen? Das ist ja der schiere Wahnsinn. So, wir machen mal 4 Kisten hin. Ja, jetzt geht der große Tisch nicht mehr rein. Okay, das dient sowieso nur der Geselligkeit. Machen mal 2 Tische. Wir machen noch für die durstigen Kehlen. Dann haben die hier unten auch was zu trinken. Videowand natürlich. Wo wir sie hinkriegen. Da machen wir gleich mal 2. Bioplastik haben wir genug. Dann gibt es noch Blumentöpfe, damit man hier auch noch ein bisschen gute Laune generieren kann. Geht hier vielleicht noch einer rein? Hier, gut. Und hier vorne kann man noch mal was trinken. Und jetzt hätten wir, glaube ich, soweit die meisten aller Plätze aufgebraucht. Boah, die liegen auch schon hier. Und das ist der Vorteil, wenn man mal einen Moment wartet und ein bisschen Geduld hat. Dann geht das eben ratzfatz mit Bauen, weil sie die Bestandteile schon haben. Die sind ja eigentlich von Natur aus relativ flink, die Jungs und Mädels. Aber wenn sie halt nichts haben, womit sie bauen können, bauen sie auch nicht. Da haben sie aber auch recht. Muss man ja auch mal sagen. So, jetzt haben wir hier noch einen Blitzableiter. Gefällt mir gar nicht. Da frage ich mich, ob wir nochmal eine Goliath-Turbine uns gönnen wollen. Die Gentomaten, aha. Und Genzwiebeln, beides für 400, bei 40% Kommission. Ist mir zu teuer, muss ich sagen. Das würde zwar eben das Essensproblem schon markant nicht lösen, aber ja, einschränken. Wisst ihr was, komm, wir schauen mal. Was können wir denn entbehren? Wir machen mal 3 solche. Solche, dann haben wir, oh Gott, ja, da kommen wir niemals dahin, wo wir wollen. Ich mach mal alles, was wir haben, im Prinzip. Nochmal solche. Wieso haben wir denn so viele Ersatzteile plötzlich? Gleich ist das Schiff voll. Nee, das geht sich so nicht aus. Waffen haben wir ja noch. Wir nehmen mal nochmal ein paar von den Stärketeilen raus, machen die 2 Waffen. Die 2 Waffen rein. Ich sage jedes Mal fast Wachen. Das sind Waffen. So, 560, 560. Sollen wir das machen? Das ist doch eine stattliche Anzahl an Sachen, die wir hier weggeben. Sogar noch 7 Rüben. Achso, ne, hier oben ist es. 2 Waffen, Erz. Ne, Rüben geben wir nicht weg. Das haben wir ja zu wenig.
Ja, lasst uns das machen. Ich würde das machen. Einfach damit wir vielleicht hier beim Essen nochmal einen Schub bekommen. Das wird jetzt einen Moment dauern. Die müssen das alles natürlich bringen. Und hier unten vielleicht nochmal ein Lager. Das, wie voll ist das denn? Da können wir natürlich mal gucken. 92% wäre schon nicht schlecht, hier nochmal ein Lager. Und hier oben wäre eben ein Lager auch nicht schlecht. Da fehlt uns einfach der Platz, ganz klar. Wir müssten diesen Bereich hier vielleicht mal räumen. Was haben wir hier? Lauter Wasserextraktoren. Wenn wir die zwei wegnehmen können, hätten wir schon wieder ein bisschen mehr Platz. Wohin damit? Da müssten wir natürlich Ersatz schaffen. Hier ist tatsächlich freier. Ne, hier geht noch was hin. Okay, wir bauen den mal. Den können wir so oder so gebrauchen. Wenn wir jetzt gleich noch einen bauen. Hier oben würde es noch gehen. Ich muss erst wegen Energie noch gucken. Das gefällt mir halt immer noch nicht. Da, guck mal, der Wind ist schon wieder weg. Grr, grr, grr. Vielleicht nochmal so ein Kollektoren. Das müsste ja relativ schnell gebaut sein, das Teil. Wir haben ja nicht im Übermaße Eisen. Eben, das Problem ist halt, dass man die wirklich für alles braucht. Diese rollen Eisen, diese Metalle. Für die Bordwerkstatt. Hier, um Blödsinn, um Eisen herzustellen. Nicht, aber Ersatzteile oder Halbleiter. Ja, das ist... Haben die? Die haben jetzt tatsächlich Sauerstoff. Okay, vielleicht, dass sich das doch bemerkbar macht hier mit dem Sauerstoff-Dingens, das hier unten steht. Hier hinten könnten wir... Passt hier vielleicht auch noch so ein Teil hin? Ich guck mal. In groß... Ah, das passt tatsächlich hier hin. Okay, das bauen wir doch glatt. Denn Sauerstoff ist dann wahrscheinlich auch etwas, was man nie zu viel haben kann. Was haben wir hier? Farmdom. Okay, das wäre... Ja, das ist das riesige Biodom. Das ist zu teuer. Das ist einfach größer. Das können wir uns eigentlich schenken. Wir können auch zwei Biodome bauen. Das ist dann im Endeffekt wahrscheinlich billiger. Brauchen wir sonst irgendwas? Ersatzteile haben wir. Halbleiter kaufe ich keine. Stellen wir her. Nahrung hat sich hier verpannt. Verbessert. Zumindest was die Ressourcen angeht. Nicht was die Mahlzeiten angeht. Dabei haben wir doch jetzt nochmal neue Essensfertiger hingestellt. Und dann hat er hier noch ein Baubot für 160. Bei 35% Kommission. Okay, das könnte man machen. Aber wir haben gerade einen Mega-Deal abgeschlossen. Wisst ihr was? Wir schicken den mal. Ich glaube, hier unten sind sie sowieso. Ja, hier sind sie auch noch am Einladen. Das dauert noch ein Momentchen. Aber wenn wir das haben, können wir hier natürlich... Da liegt überall Nahrung rum. Da wird wieder zu wenig transportiert. Und das bei 16 Bots. Was machen denn die Bots? Haben wir denn hier hinten noch Platz? Hier haben wir Platz im Lager. Also das kann nicht das Problem sein. Das Problem muss der Transport sein. Dass die Nahrung hier liegen bleibt. Boah, guck mal. Was ist denn jetzt kaputt? Hallo? Wir haben über 100 Gemüse und noch zwei Mahlzeiten? Arbeiten irgendwie die Teile hier nicht mehr, oder? Wo ist das Problem? Oder, also irgendwie, wir haben ein Transportproblem. Warum das denn? Also das habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Dass das in so einem Missverhältnis steht. Klar, wenn wir jetzt keine Essensfertiger hätten, dann würde ich das akzeptieren. Aber wir haben ja Essensfertiger. Okay, jetzt haben wir die Gentomaten bekommen. Hier haben wir noch eine Nachricht. Die brauchen Medizin, das hätten wir eigentlich. Ja, wir lassen die mal rein. Da stand nichts von wegen... Ah, jetzt hat sie aber einen Sprung gemacht. Jetzt haben wir wieder Nahrung. Oh, da kommen sie. Okay, ist tatsächlich eine beträchtliche Gruppe groß. Was wollte ich denn jetzt noch? Irgendwas wollte ich doch noch. Genau, die Gentomate. Wenn wir hier... Was haben wir hier? Richtig, hier haben wir Tomaten. Wir nehmen die Tomaten mal raus. Wir machen mal langsamer. Wir haben schon wieder keine Energie mehr. Das bringt zwar nicht viel, dann langsamer machen, aber es ist dann weniger hektisch. Gentomatenfeld. Schnelle Produktion. Okay. Bauen wir. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt überall, wo wir Tomaten haben, die Tomaten raus und machen die Gentomaten rein. Denn das wäre ja blöd, normale Tomaten herzustellen, wenn wir eben die schnelle Variante machen können. So, hier einmal weg. Und gleich mal wieder hinstellen. Gentomate.
Ist das hier die einzige Müste? Hier oben haben wir noch. Wow, guck mal, was, das ist doch total komisch. Wo ist hier das Problem? Warum werden die Mahlzeiten nicht transportiert? Wir haben dermaßen viele Mahlzeiten, aber die liegen hier rum. Vielleicht doch noch hier oben auch ein Lager machen. Ja, wäre vielleicht eine Idee. Also, weg damit. Weg damit. Und hier noch zweimal Gentomate rein. War das die Gentomate? Ja. Einmal. Oh, gleich nochmal. Die Genzwiebel haben wir nicht. Das ist kein Drama. Das ist jetzt wirklich ein bisschen komisch, dass die ganzen Nahrungsgegenstände, Nahrungsgegenstände sage ich schon, dass die hier rumliegen. Denn klar, wir haben kein Lager, aber die könnte man hier auch zu den Essensfertiger bringen. So ist es ja auch nicht. Wir müssen die beiden Teile hier weg haben, dann können wir hier oben ein Lager hinmachen. Und die beiden Teile, die können wir eigentlich sogar wegmachen. Guck mal, die beiden Wasserdinger da hinten stehen. Dann kommen die weg. Okay. Brauchen wir nicht. Die... Ne, was haben die gehabt? Doch, die waren alle irgendwie krank. Aber dafür haben wir genug Medikamente. Die liegen hier schon mal rum. Die werden betreut. Bestens, jetzt haben wir hier wieder Eisen bzw. Metalle. Die könnt ihr holen. Dann haben wir hier Platz. Denn im Moment kann ich natürlich nicht bauen, wenn da alles verlagert ist. Wir hatten das Lager hier. Passt das hier hin? Ja, wir werden sehen, sobald hier die Metalle weg sind. Gentomate wurde gebaut. Oh, oh ja, hier. Das sieht ja schon wieder zappenduster aus. Jetzt hätten wir keine Trübung. Also jetzt zerren wir ein bisschen davon, dass wir hier tatsächlich ein Solarmodul hingestellt haben. Das ist fast auf Maximum am Arbeiten. Ich mache nochmal so ein Teil. Nochmal mit 7 Eisen, aber nicht hier hin. Nein, sondern kriegen wir das hier oben hin. Ja. Okay, guckt euch mal diese Farm an. Das ist schon ganz krass, was man hier wirklich an Energie braucht. Für das bisschen Basis. Ich verbinde jetzt die Sachen mal noch. Zumindest wenn es geht. Ja, Energiespeicher ist kritisch, ist mir klar. Da haben wir wieder einen Knochenbruch, der war in der Mine. Und hier unten haben wir die Besucher, die die ganzen Medikamente aufbrauchen. Aber dafür haben wir die Medikamente, wenn wir sie schon nicht tauschen. Boah, das sieht ja sehr, sehr edel aus. Das habe ich schon mal gesehen, das Schiff. Hat mir damals schon gut gefallen. Da kriegt man Lust auf Weltraumspiele. Ja, Star Citizen, wenn es dann mal rauskommt. Ja, yeah, das ist auch eine Geschichte für sich. Gehört jetzt eigentlich gar nicht hierher, aber wie kann man denn ein Spiel so lange entwickeln? Ich weiß, das ist eine Diskussion für sich, aber ich habe mittlerweile irgendwie das Interesse daran verloren. Ich war sowas von Feuer und Flamme, als ich den ersten Trailer gesehen habe mit diesen Schiffen, die Flügel ausfahren. Boah, wow, war das Hammer. Ach so, Kampfhunde. Okay, solange du nicht verhungert bist. mit den Schiffen, die Flügel ausfahren können. Das war so Hammer, wenn man so ein alter Wing Commander-Fan ist, so wie ich das bin. Ja, eben, aber ich weiß auch nicht, das war irgendwie vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren bald und mittlerweile zieht sich das und es zieht sich und es zieht sich. Ist fast ein bisschen wie bei DC. Das ist ja auch so ein Spiel, was es schon seit 1000 Jahren gibt und einfach auch nie fertig wird. Okay, aber jetzt zurück zum Thema, wir haben kein Wasser mehr. Warum das denn? Weil wir keine Energie haben? Weil wir keine Energie haben. Das ist natürlich schlecht. Deaktivieren. Ich wollte gerade sagen, das kann doch eigentlich jetzt nicht sein. Wir haben ja den Ersatz hier hinten eigentlich gebaut. Jetzt haben wir wieder keinen Wind mehr. Wie sieht es hier oben aus? Ich kann das Fenster eigentlich zumachen. Da fehlen noch 5 Metalle. Okay, jetzt muss ich hier aber das hier wieder... Hat sich das wieder aktiviert? Nein, hat sich nicht aktiviert. Mann, Wind, komm in die Gänge. Man müsste halt wirklich, da sterben dauernd Leute, weil wir zu wenig Medikamente haben, weil sie jetzt auch nicht behandelt werden können, wenn da unten natürlich alles deaktiviert ist. Aber ich kann hier nichts machen. Ich kann nicht Gas geben. Was macht der denn hier? Das ist ein Besucher. Ach, der ist wieder heile, der geht zurück zum Schiff. Für den kriegen wir die 25 Öhren. Boah, es windet nicht mehr. Sind wir immer noch auf schnell? Ja, jetzt sterben uns die ganzen Besucher. Das sind eigentlich keine Kolonisten, sondern Besucher. Da geht uns dann das Geld durch die Lappen. So, jetzt kommen immerhin ein paar Blitze. Ich aktiviere mal wieder.
Maximale Trübung, guck mal, es ist jedes Mal so 150 Euro haben wir bekommen oder Drachmen oder was auch immer. Das ist ja schon mal okay. Ich muss mal noch mal gucken wegen dem Futter. Das passt. Eisen haben wir jetzt auch. Wir haben eigentlich, jetzt haben wir wirklich von allem genug. Außer, dass wir einfach ein Stromproblem haben, ein Energieproblem. Hier hinten noch 3 Metalle. Die hätten wir eigentlich frei, steht da. Die müsstet ihr nur bringen. Da kommt eins daher gerauscht. Nochmal so eine Goliath-Turbine. Ich komme nicht ab von meiner Idee. So viel Windenergie, dass wir einfach in 3 Sekunden so viel Energie haben, dass wir die ganzen Kollektoren füllen können. Oh, da haben wir jetzt Platz. Da werde ich aber nichts hinbauen. Hier werde ich was hinbauen. Jetzt ist der Wasserspeicher niedrig. Oh. Dann müssen wir tatsächlich nochmal so ein... Halt, nicht Energiekollektor, sondern nochmal so ein Wasserkollektor hinstellen. Hier oben. So. Oh, kein Sauerstoff. Jetzt greift sie aber wieder massiv um sich. Ich mache mal langsamer. Deaktivieren, damit wir wieder zu Sauerstoff kommen, sonst kippen sie um wie die Fliegen. Schade, dass ich das nicht verschieben kann. Ich bin jedes Mal versucht hier rüber damit. Sonst geht's am Schluss vergessen. Ja, brauchen wir nicht. Also brauchen wir vielleicht schon für die Besucher, aber für Besucher werde ich jetzt hier nicht handeln. Die haben natürlich auch mitgeatmet, diese Besucher. Da kennen sie gar nichts. Die verbrauchen uns auch noch Sauerstoff. Ein Elend hier. Oh Gott, das windet halt nicht. Echt. Ich mache nochmal zu. Halt, das Ding möchte ich haben. Ach, das ist der Wasserextraktor. Okay, hier hinten wird immerhin das Teil jetzt in die Höhe gezogen. Denn Trübung 0, das ist selten genug. Also das Teil kann hier gleich mal arbeiten. Sobald es steht. Ich mache mal wieder schneller. Jetzt muss ich aber hier daran denken, dass wir wieder aktivieren. Ich glaube kaum, dass der hier die ganze Basis rettet, aber es ist halt dann wieder ein kleines Pünktchen, ein kleines Zahnrädchen, das hier vielleicht was bringt. Haben wir hier immer noch überall so viel Nahrung rumliegen? Ja, also das heißt, ich werde hier oben mal gucken. Ja, das geht, dass wir hier nochmal ein Lager hinkriegen. Okay. Gleich mal verbinden. Verbinden wir in beide Richtungen. Das geht auch noch. Okay, wir verbinden jetzt, was wir verbinden können. Das kann nicht schaden. Die Ressourcen haben wir. Wir müssen gucken, dass der Sauerstoff irgendwie möglichst schnell dahin kommt, wohin kommen soll. So, jetzt mehr werde ich aber nicht mehr machen. Ja, ein bisschen noch. So. Das kostet halt alles auch wieder Ressourcen, ist ganz klar. Aber wir gönnen uns das jetzt mal. So, hier hinten müsstet ihr den Wasserkollegen noch aufstellen. Das steht, das Ding. 28 Kilowatt werden hier gemacht. Hier fühlt sich's wieder ein bisschen. Status schlecht. Wir brauchen zu viel Wasser. Wahrscheinlich eben auch, weil wir ja nochmal ein Biodom gemacht haben da unten. Reicht der? Oder brauchen wir da nochmal einen? Wisst ihr was? Wir gehen mal auf Nummer sicher. Machen noch einen. Dass das hier nicht mehr hingeht, ist ja auch irgendwie schräg. Platz hätte es, zumindest rein optisch würde ich mal sagen, müsste hier doch noch was hinpassen. Aber okay, wenn da nichts hinpasst, dann passt nichts. Hier hinten passt doch noch was hin. So, verbinden wir gleich mal. Okay, und noch ein Handelsschiff. Da könnte man doch glatt nochmal Eisen... Oh, und dann noch für ein Baubord. Ja, bei 60% Kommission. Halleluja. Ja, wir schauen mal. Was? Oh, dann ist es noch ein kleines Schiff. Da kriegen wir nicht allzu viel rein. Wir gucken mal, ob wir das irgendwie gebonkt kriegen, wenn wir... Ja, kriegen wir. Wow, cool. Dann haben wir das Patent für ein Baubord. Das machen wir. Okay, was können wir wieder wegnehmen? Wir haben zu viel bezahlt. Eigentlich nochmal ein Erd. Sind die 10? Ach, die sind 10. Okay, dann machen wir hier noch so ein. Nehmen das hier wieder weg.
Wir gucken mal, ob wir das mit Stärke lösen können. Können wir. Was könnten wir auch noch sparen? Das Erz lassen wir auch weg. Ach, das geht eigentlich mit Stärke relativ gut. Guck mal. Ich gehe hier nochmal zurück. Die beiden Knarren nochmal weg. Und dafür Stärke dazu. Ja, das wird eher eng. Das sieht man oben. Aber das klappt. 320, 320. 12, okay. Passt. 10, 2, 40. Und dann haben wir ein Patent für... Ach so, für ein Bauboot. Ah, ich wollte eigentlich ein Bohrboot. Was macht ein Bauboot? Ein Bauboot baut. Und wenn er nicht baut, transportiert er. Aber der bohrt, glaube ich, nicht. Wir machen es trotzdem. Dann haben wir wenigstens mal noch was anderes wie nur die Transportboots. Die eben, weil die ja auch transportieren anscheinend. Also wir machen das. Dann können wir hier hinten dann umstellen. Hier hinten. Dann bauen wir die nachher selber. Das ist 10-mal effizienter, wie wenn man die einzeln kauft. So, jetzt sieht es mit der Energie wieder gut aus. Jetzt geht dafür das Essen wieder runter. Es ist schon ein stetiger Kampf hier. Hier fehlt das Wasser. Vielleicht, weil das Wasser zu weit weg ist da hinten. Das kann durchaus auch sein. Da müssen wir hier nochmal einen Wasserextraktor hinstellen. Aber ich würde mal sagen, okay, das machen wir in der nächsten Folge, wenn wir müssen. Wir werden es mal im Auge behalten. Gut, liebe Leute, danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Und euch hier unten noch einen guten Appetit. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.